Hier eine Aufgabe zum Thema Lagerhaltung. Ich gebe euch wieder etwas Zeit, die Aufgabe zu lesen und das Video anzuhalten. Kommen wir zur Lösung. Der durchschnittliche Lagerbestand wird berechnet aus Anfangsbestand und Endbestand geteilt durch 2. 2 Größen. Damit geteilt durch 2 bekommen wir einen durchschnittlichen Wert. In unserem Fall sind das 640.000 Euro für den Lageranfangsbestand, 730.000 Euro für den Lagerendbestand. Die beiden addiert ergibt 1.370.000, geteilt durch 2 gibt 685.000 Euro. Die Lagerumschlagshäufigkeit wird berechnet aus dem Jahresverbrauch geteilt durch den durchschnittlichen Lagerbestand. Wie kommen wir zum Jahresverbrauch? In der Aufgabe ist gegeben der Lageranfangsbestand, die Lagerzugänge und der wertmäßige Lagerendbestand. Das bedeutet, wir nehmen den Lageranfangsbestand, addieren die Lagerzugänge und subtrahieren den Lagerendbestand. Damit kommen wir auf einen Jahresverbrauch von 4.110.000. Der durchschnittliche Lagerbestand war 685.000. Wenn wir die beiden Zahlen miteinander dividieren, erhalten wir das Ergebnis 6. Die durchschnittliche Lagerdauer berechnet sich aus den Tagen des Jahres, 360 Tage, geteilt durch die Lagerumschlaghäufigkeit, wie gerade errechnet 6, ergibt zusammen 60 Tage. In Teilaufgabe B wird nach den Lagerzinskosten pro Jahr gefragt. Hierzu nehmen wir das durchschnittlich gebundene Kapital, nehmen es mal dem Zinssatz und teilen es durch 100. Das bedeutet in unserem Fall 685.000 mal 9 geteilt durch 100 ergibt 61.650 Euro pro Jahr.